Eine Szene symptomatisch für das gestrige Spiel. Es gibt Kicken auf einem katastrophalen Rasen. Was war heute schlechter, der Rasen oder das Spiel? Ich würde sagen, beides zusammen. Viel zu wenig offensiv war viel zu wenig. Defensiv war es zwar solid, kein Gegengol ist gut, aber offensiv müssen wir mehr machen. Ja. Jetzt seine Kicker hat der Trainer Ralf Lohse nach dem Spiel gemeint. Der intensive Spielplan fordert seinen Tribut. Und der Rasen auch. So hat er vor Wochen ausgesehen. Gestern war er nicht viel besser. Ein attraktives Fußballspiel ist so nicht möglich. Wer ist die Schuld an diesem Debakel? Wer kommt für diesen Schaden auf? Was sagt die Stadt und der Bauherr? Und wann machen endlich die lokalen Medien ihren Recherchejob? Mit dem Spielfeld macht sich der FC Winterthur zur Lachnummer vom Schweizer Fußball. Und das unverschuldet. Spiel auf so einer Bühne machen weder der Spieler auf dem Feld noch die Fans zu Hause vor dem Livestream Spass. Darum zum Schluss noch die schönste Szene vom gestrigen Spiel. Eine tolle Parade von Dario Marzino. Bravo! Dario!